Das ist der Ishin Tyro 109 Bausatz. Ähnlich wie der Tyro 99, aber mit einer besseren KDX EOS 2 Kamera und einem Videosender mit OSD-Konfiguration. Er wiegt 338 Gramm und mit dem 1300 mAh LiPo 486 Gramm. Geflogen wird der Tyro Racer mit dem DATU 4S LiPo, eine Fatshark-HDO-Brille und der Taranis-Funke. Außer der neuen EOS 2 Kamera hat der F4 FC Vibrationsdämpfer. Oben sitzt der VTX. Die Motoren haben jetzt 2400 kV und 4 Blatt 5040 Propeller. Der Videosender kann über OSD-Anzeiger konfiguriert werden und sitzt im Gehäuse. Der Rahmen ist identisch mit Tyro 99 mit 5 mm dicken Armen. 1300 mAh 4S LiPo reicht für 4 bis 5 Minuten Flugzeit aus. Ich habe auf dem Tyro bereits die neue Betafly 4.0 Firmware installiert. Er fliegt sich sehr gut. Die Motoren kann man schön hoch drehen lassen und man erreicht gute Beschleunigung. Der Tyro reagiert sehr schnell dank guten RXSR-Empfänger und dem F4-Flugkontrolle. 1300 mAh LiPo reicht vollkommen aus, um mit Vollgas über 4 Minuten zu fliegen. Mit 1500 mAh LiPo fliegt man etwas länger, aber man hat auch mehr Gewicht. Ich bevorzuge lieber eine leichtere Drohne, wenn es um FPV-Racing geht. Bei Freestyle kann die Drohne schon schwerer sein. Der Videosender liefert bei 25 mW ein sauberes Bild ohne Störungen. Die EOS 2 Kamera macht ein gutes Bild, aber eine Runcam Swift wäre mir lieber. Mit den Grundeinstellungen für einen 5 Zoll Racer und der Betafly 4 bekommt man gute Ergebnisse. Man hat noch etwas Prop Wash bei 180 Grad Wendung, aber sonst fliegt der Tyro sehr gut. Eine gute Übungsdrohne für wenig Geld. Beim Zusammenbau sollte man beachten, dass die EOS 2 Kamera an 5 Volt angeschlossen werden muss und nicht an die 10 Volt Buchse. Bei mir war die Kamera sofort durchgebrannt. Zum Glück hat Bengok mir aus Kulanz eine neue Kamera zugesandt. Also bitte an dem Kamerastecker das rote Kabel rausnehmen und an den VTX-Stecker mit 5 Volt einsetzen. Der neue VTX kann über TX5 serielle Schnittstelle per OSD konfiguriert werden. Hierzu muss man ein zusätzliches Kabel anlöten. Der Zusammenbau war ansonsten problemlos. Zum Schluss habe ich die roten T-Motor T5143 Propeller getestet und die finde ich super. Auch hier bei dem Tyro 109, was man gleich bei der FPV-Aufnahme sieht.